Man muss der Regierung wirklich mal extrem Druck machen. Anders geht's nicht. Kommen wir hier runter? Ja. Gut. Quarzstein. Völliger Schrott. Ja, hier waren wir schon. Sonst gibt es leider hier nichts mehr. Also gehen wir runter ins Dorf. Ja. Also wir sind Level 7. Okay. Jetzt geht es nicht mehr lange. Können wir schön durchquesten, das ist gut. Nicht das. Wir haben null Erfolg. Okay. Okay. Nur abgeben, mehr nicht. So, endlich. Schön. Haben wir noch Quests? Scheinbar nicht. Ah, das tut sich so gut. Das fühlt sich so gut an, wenn man ein bisschen schneller ist. Ja, hier hinten ist niemand mehr. Vielleicht der da unten. Aber der hatte ja keine Quests mehr. Ne. Und wir könnten hier noch diese Sachen anmachen. Alcius ist jetzt momentan besser, aber auch nur wegen den 50% mehr XP oder 40%. Ja, nur mal ein bisschen rumstürmen im Forum und schon wird die XP-Kurve angehoben. Aber nein, ich werde momentan nicht zurückkehren nach Alcius. Es bleibt langweilig, es bleibt unfair und ja, ich möchte Beschwörer spielen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich auf Syrtis gegangen bin, weil ich keine Slots mehr frei habe. Und 15 Tage warten, bis ein Charakter gelöscht wird, nee, danke. Und auf Isis zurück wollte ich eigentlich nicht mehr mit dem neuen Account, momentan. Aber ich kann gerne ab und zu andere Reiche spielen. Aber ja, die Motivation ist halt erst da, wenn es wirklich viele wollen. Also sagen wir mal 5 oder 6 Stück momentan. Weil es halt, ja, momentan nicht so gut läuft. Ich habe sehr viele, ja, ich habe 4 Abonnenten verloren. Wahrscheinlich, weil ich sie bei Skype gelöscht habe. Also nicht mehr Freunde bin. Das kommt aber nicht, weil ich sie nicht mag. Das kommt einfach daher, weil mir nervt es einfach, wenn die ganze Zeit steht online, offline, online, offline und derjenige, der das mal ganze Zeit macht, ist dann gar nicht aktiv mit mir. Ihr dürft gerne mit mir reden, aber wenn ihr nicht mit mir redet oder nicht mit mir chattet, dann braucht ihr es ja auch nicht. Also wieso sollte ich denn als Freund haben? Wenn ihr wieder Freund wollt, sein wollt mit mir, dann dürft ihr mich gerne wieder hinzufügen, aber ich möchte euch nicht gerne behalten, solange ihr nichts macht, oder? Das ist es. Das heißt jetzt nicht, ich will nicht mehr euer Freund sein. Im Gegenteil. Oder es kann auch sein, weil ja Regnum Staffel 2 zu Ende ging.
und sie noch nicht bemerkt haben, dass Staffel 3 angefangen hat oder so. Keine Ahnung. Was denkt ihr eigentlich so? Und wieso müssen alle immer sofort alle Abonnenten beenden, wenn irgendwas nicht stimmt? Es kostet ja nichts. Also ich habe zum Beispiel von It Is Not Lupus habe ich seit 2011 abonniert, also seit 2010 sogar. Der hat schon 3-4 Jahre keine Videos mehr hochgeladen, weil er extrem im Stress ist und so. Und ich habe ihn immer noch in der Abo-Box. Zum meinen ist er ein sehr guter Kollege, der zwar eben nicht aktiv ist, das ist nicht Ding, aber ja, man hat ein bisschen das Gefühl, es gibt keine Ehre mehr, es gibt keine Freunde mehr in YouTube. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wäre doch schön, wenn YouTube ein bisschen sozialer wäre, aber ist es nicht. Die meisten Let's Player schreiben sowieso nie. Und ja, entweder haben sie keine Zeit oder haben anderes vor oder konzentrieren sich auf die besten Kollegen und so weiter. Ich bin ja ganz anders, ich will sozial sein, ich will mit euch reden, ich will Spaß mit euch haben, ich will euch ja optimales Spaßniveau bieten. Und da dürft ihr mir gerne helfen, ich kann euch helfen. Und ich helfe euch, also mit Videos. Was soll ich noch mehr helfen? Ich habe auch nicht unendlich viel Zeit. So. Jetzt haben wir irgendwo einen Unsichtbarkeitstrank. Komisch, dass wir den nicht haben. Wo geht's hier denn? Hier. So, ja. Wir müssen mit Gefängnistür interagieren. Okay, machen wir das. So, hallo? Und wir müssen wieder zurück. Nein. Du hast nichts dagegen. Ich gehe schon wieder raus. Kein Problem. Aua. Man schlägt keine Frauen. So, wir gehen hier unten durch. Und hier unten gibt es nämlich auch Aquatiten. Aquatiten. Hallöchen. Okay, okay. Wir müssen hier durch. Um den Berg da. Und es regnet. Genervt. Es nervt shit. Mein Großvater hat mir immer gesagt, wenn es zu viel regnet oder zu fest regnet, dann pisst es nicht, sondern es scheißt. Und das ist normal, das ist eigentlich sehr, ja, es ist, was müssen wir tun? Nachkommen, die sind aber blau. Naja, die schlagen mir sowieso. So, hier hast du mal Shitball. Jetzt noch ein Käferschwamm.
So, und jetzt zaubern. Hopp. Ja, sehr wenig Damage. Hier hast du einen Feuerball. Oder ein magisches Geschoss, wie es heißt. Weil der Feuerball beim Hexenmeister ist. Und aussieht wie eine Klöte. Ich habe keine Chance. Wow, ich habe einen Damage bekommen. Ich hoffe, es ist noch... Nein. Nein? Komm schon. Nein! Wie viel Mana braucht es? 100. Okay. Haben wir das. Das braucht... 70. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Okay. Easy. Na, gibt's noch was? Hier? Haben die das auch ein bisschen genervt, dass hier weniger Sachen liegen? Oder war hier schon jemand vor mir? Ich mag es von den Entwicklern nicht, wenn sie immer alles sofort nerven und dann sofort unbrauchbar machen, unbalanciert machen und so Sachen. Wenn sie ein bisschen den Damage oder so von einem Zauber oder eben hier ein bisschen runter senken, dann geht's ja noch. Aber doch nicht brachial. Das ist Bullshit. Wenn man will, dass manche Zauber ein bisschen besser sind, dann nervt man nicht die, die gut sind, sondern man nervt, man bufft ein bisschen diese Zauber, eben die, wo nicht so gut viel benutzt werden. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich viel mehr. Bei Path of Exile